Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Objekte aus Altpapier herstellen kannst. Heute geht es um eine Weihnachtsdekoration. Ich habe mich hier ein bisschen inspirieren lassen vom Weltgeschehen und ich denke, dass wir nächstes Jahr alle ein bisschen Glück gebrauchen können und daher meine Weihnachtsdekoration. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Es ist heute ein etwas längeres Video und wir sehen uns ganz am Schluss nochmals. Schau dir dieses Video an. Hier zeige ich dir von Anfang an, wie du diese Pilze herstellen kannst.
Das war jetzt nun ein etwas längeres Video. Ich hoffe, es war wie immer eine kleine Inspiration für dich. So sitze ich nun vor meinem kleinen gedeckten Weihnachtstisch mit ein bisschen Glück darauf. Und mal schauen, wer vorbeischaut an Weihnachten. Dieser Stuhl ist noch leer. Und so lasse ich mich überraschen. Nun möchte ich noch was zu meinem vorletzten Video sagen, wo ich etwas Dampf abgelassen habe. Mit der Reaktion habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war wirklich sprachlos, wie viele von euch mir geschrieben haben, sei es unten in die Kommentare oder ich habe E-Mails bekommen, ich habe sogar Weihnachtskarten per Post erhalten und einen sehr schönen längeren Brief. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mir aufbauende Worte gesendet haben und ja, mich ermutigt haben, hier weiterzumachen. Und ich glaube, das war auch das, was ich brauchte. Einfach mal zu spüren, wie kommt das Ganze überhaupt bei euch an? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Interessiert das jemanden? Und weil ich schaue ja immer nur in die Kamera und kann nicht direkt mit euch agieren. Und es war für mich wirklich sehr wichtig und sehr schön, ein Feedback von euch zu bekommen, was mir wirklich auch wieder Energie und Motivation gibt, weiter diese Videos zu machen. Jetzt für dieses Video, das du jetzt angeschaut hast oder immer noch anschaust, für dieses Video habe ich natürlich mit Unterbrüchen und ich muss die Dinge ja trocknen lassen, aber da habe ich jetzt eine Woche gebraucht. Ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, ich konnte es etwas gemütlicher nehmen. Aber einfach mal, mir ist es einfach auch wichtig, dass ihr auch ein bisschen spürt, was für eine Arbeit dahinter ist, wenn ich 4 Stunden Bildmaterial runterschneide auf 15 Minuten. Ja, kann man sich das vielleicht nicht immer so vorstellen. Nur gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für alle Kommentare, für alle lieben, netten Worte. Das ist schön und scheinbar muss ich doch ab und zu mal Dampf ablassen, damit ihr einen Kommentar unterschreibt. Ich hoffe ja nicht, dass es so ist, aber das hilft mir natürlich sehr stark. So, nun gut. Was soll ich sagen? Ich wünsche euch allen eine wundervolle Weihnachtszeit, dass ihr schöne Momente mit euren Familien und Freunden verbringen dürft und könnt. Und wir sehen uns vermutlich noch einmal, bevor das Jahr zu Ende geht. In diesem Sinne, ich stoße auf euch an. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr mir zuschaut, dass euch das interessiert. Und wie ich letztes Jahr schon gesagt habe, ohne euch gäbe es diesen Kanal nicht. Tschüss zusammen, bleibt kreativ, umarmet eure Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Square.